Hallöchen und willkommen zurück zu Fear for Sale, die endlose Reise, einem Live-LP an einem Sonntagnachmittag. Heute mal ein wenig leise, weil meine Frau im Nebenzimmer schlafen will und der Kleine auch. Wenn YouTube auch mal bei einem Live-LP oder einem Livestream dabei sein will, schaut doch einfach mal in der Videobeschreibung nach, dort sind meine Streaming-Kanäle verlinkt. Wir gucken mal kurz auf die Karte und müssen einmal zurück, wie ich sehe. Und wir machen hier keine Ahnung was. Achso, den Anker setzen wir hier mal ein. Und kriegen ein Antennenfragment. Läuft. Das setzen wir hier ein. Und finden eine Krone. Läuft. Und das... lassen wir mal hier. Ach, okay, schon wieder wimmeln. Wimmelbilden, ne? Die gebildeten Wimmler, ne? Ja. Keine Ahnung, davon eine ganze Menge, ne? Danke. So, wir suchen einen Gaul, einen geklauten Gaul. Schaut man nicht ins Maul, ne? Was ist das denn? Pulver? Wir sammeln jetzt Schießpulver, okay. Eine Spinne? Also. Ich weiß. Ich sag gern geklauten Gaul. Schaut mir nicht ins Maul. So, fertig. Ein Buch. Eine Feder. Ups. Oh, geht nicht weiter. Schade. Ich habe gedacht, es geht gleich weiter. Mit dem guten Bilderbüchlein. Vogelkäfig haben wir hier. Eine Falle haben wir hier. Ein Herz. Das haben wir nirgends. Wir sind gerade herzlos. Zum Vogel. Also wie der Spruch. Ich werde vor der Apotheke kotzen. Lol, den kannte ich noch nicht, ne? Ich weiß schon, dass es heißt, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, aber ich sag da lieber zu einem geklauten Gaul, weil bei den meisten RPGs stand plötzlich mal ein Gaul irgendwo verlassen rum und den hast du einfach mal mitgenommen. Würfel. Ach, der Bogen ist auch noch was. Eine Maske. Eine Schnecke. Na, wo ist denn die süße Schnecke? Was dran schallt bei dem Spruch von mir? Pferde können nicht kotzen. Hat jemand die süße Schnecke vorbei wandern sehen? Ich glaube, die ist im Schneckentempo unterwegs. Ist jetzt eine Schnecke nach einer Schnecke oder eine Schnecke nach einer Schnecke? Ich glaube doch eine Schnecke nach einer anderen Schnecke. Da haben wir eine Schnecke. Gut, haben wir eine Gabel. Jetzt suchen wir den einen Ring. Ne? Den Ring sie zu knechten, sie ins Dunkel zu treiben, ne? Der eine. Einen. Schlüssel? Was für ein Schlüssel? Ach ja, ach ja. Was für einen Schlüssel sollen wir denn hier suchen? Den Violinschlüssel oder was? So, dann haben wir den Aschebecher schon was voll. Das ist auch nicht schlecht.
frag mich immer noch, wo der Schlüssel hier sein soll. Sollen wir die Violine nehmen und ein bisschen vorspielen, dann macht der Vogel auf, oder was? Ah, nee. Da war ein Loch. Lol. Der Einriemen, ne? So, wir haben Schießpulver. Läuft. Läuft, läuft, läuft. So, einmal die Schießpulverknarre. Nicht? Machen wir eben erst die Kugel rein und dann gibt's Zunder. Schießpulver ist schon. Wow, Treffer. Wow, das war aber Mordstreffer. Hat's gleich mal ganze Felsen zerlegt hier. Mal wieder. Hat nur einen getroffen, aber es hat alles zerlegt. War wieder klar. Es ist zu schwer, ich kann es nicht anheben. Aber wie du den Wagenheber drunter kriegst, das wüsste ich auch mal gerne. Und wie du die Säge unter dem Wagenheber wieder runter wegkriegst, das wüsste ich auch mal gerne. Ja, als ich treffe nur eine Spitze und mache den kompletten Felsi. Das ist klar. Ich treffe die Spitze von dem Berg und dann ist der ganze Berg weg. Hm? So läuft das. Oh ja. So, so wie es aussieht, müsste das wohl dieser komische Tresor sein, wo wir jetzt auch den Code benötigen. Okay. Dieser Kompass ist der Schlüssel für meine Unsterblichkeit. Wenn ich auf der Insel bleibe, dann sind in meiner Macht keine Grenzen gesetzt. Ist das nicht toll? Jetzt wissen wir aber wenigstens warum. Er so fanatisch danach ist. Eine Metallsäge. Okay, was ist das denn? Da fehlt was, oder? Kommt mir das nur so vor? Ach, da ist eine Muschel. Eine Muschel für die Krone. Trotzdem fehlt da was. Getrete. Achso. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Ich kann den Mist und viele Sprüche auswendig. Ach ja. Einer noch ein bisschen mehr Betroffene als ich hier. So, die Krone haben wir. Die Krone haben wir. Die Krone gibt's nicht. Eine Muschel, eine Krabbe. Hm, sonst haben wir nichts. Da ist noch was. Ja, die Krabbe. Und eine Muschel. Und schöne Musik. Eine leere Sanduhr. Ein paar Anschlussklemmen. Eine Sand. Okay. Leuchtende Sanduhr. Wo soll die uns jetzt weiterhelfen? Ich zocke eindeutig zu viel und gucke zu viele Filme. Hm, das könnte hinhauen. Ja, na. Ach, jetzt müssen die da auch noch leuchten. Na, leck mich doch am Arsch. Was muss denn hier nicht alles? So, du bist hier dran. Halleluja. Das sind noch alle. Also der muss wohl Mittelpunkt. Der Mittelpunkt des Ganzen, ne?
Okay, der bringt mir schon mal nichts. Außer wenn ich den hier hinsetze, dann bringt er mir schon mal etwas. Bau. Mal etwas. Jetzt haben wir's. Das Spinnennetz ist komplett. Ich stelle mir da wie gerade vor beim Essen eine Scheibe Brot. Wir haben gerade Klebstoff erhalten, willst du den auch essen? Acht Karten müssen sein. Was passiert dann? Dann geht die Welt unter, hä? Oder diese schöne Welt geht dann unter? Ich weiß es nicht. So, was suchen wir denn noch? Ein Nest haben wir. Ein Seil haben wir. Handschuhe. Meint er wirklich jetzt Handschuhe oder ein Handschuh? Boxhandschuhe habe ich hier. Ah ne, sind gleich noch Handschuhe. Dartpfeile. Was haben wir hier? Mit der kompletten Dartscheibe. Ein Mäuschen. Der Rucksack. Eine Kamera Obscura müsste es, glaube ich, sein. Die Katz. Und eine Fledermaus. Ach, die war da unten unterm Tisch. Was verkriecht die sich denn da unten unterm Tisch? Das ist ja wohl der Hammer. Eine Tasse Kaffee. Okay. Wir haben... Was hier nicht alles fehlt an der Kaffeemühle, ist ja mal der Hammer. So, dann haben wir hier. Geben das voll in die Kaffee, in die Tasse rein und dann haben wir türkisch Kaffee. Ist lecker. Na, wem es schmeckt? Ei, nee. Kutsche und ein Käfer, wo soll ich denn das noch finden? Eine Lupe. Eine Lupe ohne Gläser. Jetzt hast du hier hinten... Tintenfass sucht Feder, echt jetzt? Ach, und dann kommt eine Kutsche bei raus. Ja. Ist klar, ne? So, wir brauchen für die Lupe. Ernsthaft? So, dann sehe ich aber auch schon wieder, dass der Timer so langsam am Ablaufen ist. Ich hoffe natürlich, den YouTubern hat das Live-LP bis jetzt gefallen. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mal bei einem Live-LP oder einem Livestream dabei sein würdet. Schaut doch einfach mal in der Videobeschreibung nach, dort sind meine Streaming-Kanäle verlinkt. Und ich wünsche den YouTubern natürlich noch weiterhin einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, euer Davilo und tschüss.